wir haben heute ein Ferienprogramm der Freiwilligen Feuerwehr Aschach. Dazu haben wir einen Strohballenpool aufgestellt, in dem wir rund 40.000 Liter Wasser gespült haben. Und für die Kleinen haben wir dann auch noch einen niedrigen Pool, da der Strohballenpool dementsprechend hoch ist und wir natürlich auch die Sicherheit gewährleisten müssen. Nebenbei haben wir dann noch eine sogenannte kleine Feuerwehrolympiade aufgestellt, wo die Kinder ein paar Wettbewerbe bewältigen müssen, wo wir ein Brandhaus haben, um die Fenster einzuspritzen. Dann haben wir einen sogenannten heißen Draht. Dann haben wir nebenbei noch eine Krankentragen-Pylonen-Parcours aufgestellt. Und wir haben noch ein Schraubenbrett, wo wir verschiedene Schraubengrößen auf einem Brett gemacht haben und die Kinder dementsprechend dann herausfinden müssen, welche Muttern dann auf die Schrauben kommen. Also wir veranstalten dieses Ferienprogramm schon länger. Diesen Strohballenpool haben wir dieses Jahr zum 7. Mal aufgebaut. Neuigkeit in diesem Jahr war, dass wir Rundballen genommen haben. Hat natürlich den Vorteil, dass der Pool auch höher ist und dadurch die Kinder natürlich mehr Spaß haben. Sie können auch ein bisschen schwimmen, nicht nur drin planschen. Nebenbei, um den Kindern noch mehr Spaß zu bieten, haben wir dann die Möglichkeit oder schalten zeitweise auch unsere Schaumrohr ein. Da haben wir Seife, die wir mit beimischen. Dadurch rutschen die Kinder auch schöner auf der Plane und sie riechen natürlich, wenn sie nach Hause kommen, viel besser als normal. Dieses Jahr haben wir unseren Rekord geknackt. Wir haben fast 80 Kinder geschafft, was natürlich eine sehr beachtliche Zahl ist von Kindern, Jugendlichen. Da freuen wir uns natürlich auch sehr. Und was auch dieses Jahr sehr schön war, die Eltern, die Großeltern sind natürlich auch hier geblieben, weil wir ein kleines Rahmenprogramm außenrum mitbieten, mit Getränken, mit Kaffee und Kuchen. Das stellen wir alles hier auch mit bei. Tschüss.